Bei nummerierten Listen und Aufzählungen wie im nächsten Beispiel kommen wir mit Tabulatoren nicht viel weiter. Tabulatoren beziehen sich immer nur auf eine Zeile und wenn du sie in so einem Beispiel einsetzt, so bekommst du unter Umständen Lücken. Ich mache da mal ein Beispiel. Ich füge hier einen Tabstopp ein, damit also die Zeile eingerückt wird. Und wenn ich jetzt hier oben etwas reinschreibe, so siehst du, rutscht der ganze Text mit und unter anderem natürlich auch dieser Tabulatorschlag und der reißt mir eine Lücke in den Text. Ich mache das wieder rückgängig. Hier kommen die Einzüge zum Einsatz. Ich überfahre mal diesen ganzen Text. Und ich will jetzt, dass die Nummer ganz links ausgerichtet ist und dann jeweils alle folgenden Zeilen nach rechts gerückt werden. Das machst du mit diesem Symbol hier. Um das ein bisschen zu erläutern, der obere ist die erste Zeile jeweils, das kennst du von Büchern. Damit lassen sich die Absätze etwas besser unterscheiden, dass also immer die erste Zeile eingerückt wird. Wir wollen jetzt aber genau das Umgekehrte, nämlich dass die folgenden Zeilen eingerückt werden, ein sogenannter hängender Einzug. Jetzt müssen wir aber immer noch dem ersten Buchstaben nach der Nummer jeweils einen Tabulatorschlag versetzen, damit nun wirklich alles untereinander ist. Ja, diese Listen werden normalerweise natürlich automatisch gemacht. Es kann mal sein, dass so ein manueller Einzug nötig ist. Im folgenden Beispiel machen wir nun eine Aufzählungsliste. Ich überfahre den Text und tippe hier auf dieses Listensymbol. Word hat leider die dumme Eigenschaft, dass sie die Aufzählungspunkte auch gleich einrückt. Mir ist es normalerweise lieber, wenn diese Liste da links ausgerichtet ist und deshalb setze ich diese Punkte wieder etwas zurück und zwar indem ich an diesem Rechteck ziehe, das heißt der ganze Einzug wird zurückgesetzt, ein bisschen über diesen grauen Bereich hinaus. Deshalb beginnen die Punkte jetzt ein bisschen vor der Überschrift. Das ist unschön. Deshalb müssen wir jetzt diese erste Zeile wieder an den Anfang setzen. Vielleicht sind diese Punkte jetzt etwas gar grob. Die kannst du selbstverständlich auch noch ändern. Über dieses Dreiecksymbol neben der Aufzählungsleiste hast du verschiedene weitere Aufzählungspunkte, die sind allerdings gestalterisch auch nicht über alle Zweifel erhaben. Du kannst hier ein neues Aufzählungszeichen definieren und zwar könntest du da auch ein Bild nehmen oder ein bestimmtes Symbol. Ich wähle hier nun Schriftart, die Webdings und als Symbol in dieser Webdings dieses Rechteck für die Checkliste. Und jetzt siehst du aber dummerweise, durch das, dass wir dieses Zeichen geändert haben, ist der Einzug wieder flöten gegangen. Den müssen wir jetzt erneut definieren. Mit einem Tipp auf dieses Symbol hier kannst du die Absatzeinstellungen wieder ändern. Der Einzug soll also 0 sein und dann hängend um 0,7, sagen wir mal. Und jetzt ist es genauso, wie wir es wollen. Selbstverständlich kannst du das auch nachträglich immer noch ändern oder du könntest auch eine nummerierte Liste daraus erstellen, indem du einfach drauf tippst. Erneut wird mir leider diese Einrückung wieder zunichte gemacht. Da ist Word einfach unverbesserlich. Erneut setze ich da den Einzug wieder auf 0. Und damit wir jetzt die Liste hier unten nicht erneut manuell festlegen müssen,
klicke ich einfach in die Liste rein, wähle das Formatübertragen-Werkzeug, diesen Pinsel, und überfahre die untere Liste. Nur haben wir jetzt das Problem, dass mit fünftens fortgefahren wird, aber eigentlich beginnt hier ja eine neue Aktion, sollte also wieder mit erstens begonnen werden. Das heißt, ich muss hier bei der Liste nebendran, bei der nummerierten Liste, den Nummerierungswert festlegen. Und zwar soll eine neue Liste begonnen werden und die soll bei 1 beginnen. Erneut haben wir wiederum das Problem, dass wieder die Einrückung vorgenommen wird. Keine Ahnung, was sich die Programmierer von Word da überlegt haben. Stattdessen muss ich jetzt halt erneut diesen Absatzdialog aufrufen und den linken Einzug wieder auf 0 setzen.